Nachdem wir gleich am ersten Tag mit der Allweite-Line gestartet sind, dachte ich ehrlich gesagt, dass ich die Bike Republic Sölden damit im Wesentlichen haken kann. Ich meine, was soll so ein Panorama noch toppen? Dass Sölden nicht gerade mit Jump- und Downhill-Lines punktet, ist ja auch bekannt. Bleiben also noch verblockte Single-Trails, was natürlich auch irgendwie cool sein kann, und Flow-Trails. Und von Flow-Trails auf Brechsand habe ich halt echt genug gesehen in letzter Zeit. Willing. Ich meine, klar, hier in Österreich ist eh alles irgendwie ganz cool, aber um ehrlich zu sein, habe ich nach der Allweite-Experience nicht allzu viel erwartet, als wir in die blaue Online gestartet sind. Die Online ist ca. 3,5 Kilometer lang und hat dabei rund 370 Tiefenmeter und geht für meinen Geschmack einen Tacken zu flach los. Das ist zwar ganz cool, um sich ein bisschen einzurollen, aber was die Line eigentlich kann, wird erst später klar, wenn das Ganze ein bisschen steiler und schneller wird. Und Leute, ich sag euch gleich, wie es ist, obwohl der Trail als leicht eingestuft ist und dementsprechend easy zu fahren ist, hat das Ding schon bei der ersten Abfahrt unfassbar Bock gemacht. Und dabei kann ich nicht mal so genau benennen, warum, weil das Ganze auf dem Papier ziemlich unspektakulär klingt. Es gibt nicht mal hakelige Schlüsselstellen, Drops, Gaps oder andere Features, die man überwinden muss und sich danach auf die Schulter klopfen kann. Hoho! Dafür gehst du so! Oh, geil! So! Die Line ist nicht zu glatt geshaped, hat auch mal ein paar rumpelige Stellen und vor allem ziemlich viele kleine Richtungswechsel und offene Kurven, sodass man schon bei der ersten Abfahrt ordentlich Kette geben kann. Dazu gibt es dann flowige Holzstege und schöne Anlieger, insgesamt also schon echt eine coole, abwechslungsreiche Mischung. Spaßig, ey. Macht Bock. Mit Toffer im Nacken war ich vielleicht für den ersten Run mal wieder so ein bisschen zu schnell unterwegs, was zu der ein oder anderen, ich sag mal, so halb kontrollierten Situation geführt hat, aber der Trail wollte einfach schnell gefahren werden. Oh! Juhu! Sorry! Ja, eigentlich noch ein bisschen zu schnell. Ja.
Alles nur so ein bisschen sketchy, aber. Denn der Part ist so geil, die Anlieger sind neu gebaut irgendwie. Ja, perfekt. Oh, mega Bock. Ist echt wie Achterbahn. Ja. Ich muss echt sagen, im Rückblick war die Ohnline eine der spaßigsten Abfahrten hier in Sölden. Es ist eine der wenigen mir bekannten Lines, die für Anfänger absolut entspannt zu fahren sind und gleichzeitig für fortgeschrittene Fahrer bei entsprechender Geschwindigkeit super spaßig werden. Und ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass ich die nicht öfters gefahren bin. Denn da wäre sicher noch der ein oder andere Boost möglich gewesen, wenn man die Line ein bisschen kennt. Aber die nächste Saison kommt und wenn ich wieder in Sölden aufschlage, kommt das Ding auf jeden Fall ganz oben auf die Liste. Wir gondeln jetzt erstmal mit der Geislach-Kugelbahn ganz entspannt nach oben, um uns den nächsten Trail vorzunehmen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Dann bekommt ihr direkt mit, wenn es weitergeht. Ansonsten Leute, macht's gut, wir sehen uns auf dem Trail. Bis dann, ciao.